Problem ist, dass wir die ganze Zeit auf den Thermalvisor hier ange. Angewiesen sind und ich den halt richtig mag. Abgesehen von den Kanonen hier. Hoch müssen wir denn? Aber auch unser Energievorrat ist inzwischen so hoch, dass da wird man auch ein bisschen faul. Denkt man sich so, ah ja, komm bis zur nächsten. Ich finde diesen Rave, ich finde den Rave Wasser so scheiße, ne? Ich will den echt nicht mehr benutzen. Den einfach nicht. Aus! Den Knopf zum Ausmachen. Sprich. Bin mir ziemlich sicher, dass hier nichts mehr fehlt, aber jetzt sind wir hier. Jetzt auch egal. Ohne Sensor ist halt schon echt auch. Ohne Visor ist halt schon arschdunkel hier. Söderle! Noch bis hier ganz gut. Wenn ich eins wirklich hasse beim Backtracken, ist es dieser forcierte. Wechsel für die Türen. Ja, aber gut, Energie gedroppt und alles. Ist okay. So, und natürlich bin ich im falschen Turm. Wie könnte es auch anders sein? So, jetzt haben wir mich hier schon kaputt gemacht und sehen, am Fundament dieses Turms ist eine große Treibstoffzelle angebracht. Die Energiesignaturen weisen starke Regelschwankungen auf. Die äußere aus Radon bestehende Hülle des Gehäuses scheint beschädigt und instabil zu sein. Radon ist für normale Raketen.
Und einfach so direkt, eigentlich neben den Piraten, liegt ein Shoto-Artefakt. Warum wird es denn jetzt schon so dunkel? Dieses Artefakt der Ältesten, das dritte von insgesamt 12. Die Idioten, die Piraten, ey. Und ist dann auch Ruhe damit, ne? Ja. Haben wir das Geheimnis endlich auch geklärt? Es geht. Oh, jetzt hier weiter. Wir ziehen das jetzt durch. Die Speicherstation, die brauchen wir eigentlich gerade nicht. Eigentlich ist es für ihn zu sterben. Weißt du, die Dunkelheit ist ja eine Sache, ne? Aber die Gegner, die dir hier begegnen, sind die andere. Das sind nur alles Wave-Dings-Türen, ne? Na gut, wir haben. Es ist ja schon fast. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind ja fast durch. Wir hätten uns natürlich sparen können, wie wir jetzt gemerkt haben. Doch nicht so viel ist, wir hätten es einfach von hier machen können, wie wir es vorhin vorhatten. Aber hinterher weiß man immer mehr. Wie ich die nicht mehr sehen kann. Oh, der ist abgebrannt. Der Schaden über Zeiteffekt ist auch schon nice bei dem Ding. Bei dem Plasmorbeam. Leider ein bisschen zu viele von denen installiert, ne? Nervig Sicherheitszonen. Naja, los mit Salz jetzt, Mann. So, alle Quarantänebereich. Plumps.
Quarantäne überwachen. Die Forschung auf Talon 4 ist ein völlig neuer Bereich vorgedrungen. Abhängig vom Erfolg des TARDIS-Projekts werden wir die Vitalisationsforschung auf weitere natürliche Materialien von Talon 4 ausweiten. Was passiert da? Warum passiert hier so random eine Lawine? Die Konditionierung von Talos schreitet weiter voran. Sollte es keine unerwarteten Rückschläge mehr geben, kommt eine Verwendung als patrouillierende Faserminen in Höhe der Lotusmarkierung in Betracht. Ja, das haben wir wohl. Vernichtet die Pläne. So. Ich gerade so gut drauf bin. Gucken wir mal, wie der Plasma-Beam sich so gegen einen ausgewachsenen Eisgiganten schlägt. Sieht ganz gut. Was haben wir das? Warum wird es nicht gerade so duster? Okay, Kamera regelt, aber im Zimmer ist es gerade so geworden. Dann jetzt wieder hier rum. Durch den Tunnel. Secret Tunnel. Secret Tunnel. Through the Mountain. Secret Tunnel. Und der Respawn ist halt ein bisschen hart, ne? Oh. Na, wir haben die vor. Keine Ahnung, keine zwei Minuten oder so haben wir gesehen. Da und hier auch wieder. Gott sei Dank haut der Plasma wie echt rein. So, einmal Speicherung. Kann ich schaden? Ich glaube, ich würde die ganz gerne, aber eigentlich die Eisruinen. Also, ich finde Ranische Eiswüste kurz noch durchrocken. Bevor ich heute aufhöre. Aber dadurch, dass sie auch Powerbomben abwerfen, sind die Kleinen inzwischen richtig geil, um sich neu auf mit Muni aufzudingsen. Westliche Eisruine. Also auch hier ist schon irgendwo noch was gewesen, wo der Plasma Beam uns helfen kann, nämlich hier. Noch ein Powerbomben-Generator. Wie viel haben wir jetzt eigentlich inzwischen? Hm. Blöd, dass die nicht immer direkt aufgeladen werden. Wir sind in der westlichen Eisruine, ne? Okay. Hieran anschließend tut sich das Eisufer, die Kluft, da müssen wir jetzt mal reingucken. Die Kluft. Und war das hier, wo? Ging das doch nicht so. Ich habe es so krass falsch gemerkt. Ich dachte wirklich, dass wenn man hier das Eis schmelzt, das man scannen kann. Das ist ja ein riesenroten Hering. Lügenpresse, Lügenpresse.
Das ist so krass, wie schnell ehemalige Bosse inzwischen fallen. Scheiße, sieht auch schlecht aus. Nein, Manu. War hier nicht irgendwo auch was mit Plattformen hier? Und auch hier höre ich nichts. Alles gut. Aber dann bin ich wirklich mit dem Artefakt massivst verwirrt. Ich glaube, das würde ich dann noch mal offstream nachschauen und dann bei Gelegenheit, also bei Begebenheit, falls ich was finden würde, würde ich euch noch mal dazu schalten dann. Muss Schlucht doch wirklich Schlucht sein, aber hoch oben, ich. Merkwürden, Merkwürden, Merkwürden. Hallo. Das war mir mal sogar die schnellste Schlussfrequenz nach dem. Nach dem Pop. Beam. Bad. Das sieht geil aus. Ich war gerade kurz verwirrt, wo unsere Kugel hinfliegen, aber. Okay.
Das sieht sehr lustig aus. Starke Fasernmessung alarmiert. Fasernstrahlung vom mobilen Objekt ausgehend. Das war ja voll geschummelt. Was ist das gerade? Ich kann ja nichts dafür, wenn der sich da festbackt. Das ist ja... Also... Ich habe so ein Vieh auch schon mal als Boss besiegt. Das ist schon lange her. Aber gab's auch. So, hier ist aber auch nichts mit Schriftdingsens. Dingsis freilegen. Schrifttafeln. Da. Bam. Das war dieses. Oder ist hier noch was? Spider-Ball habe ich hier stehen. Hi, Couchy, hey. Schön, dass du auch nochmal noch vorbeischaust. Aber wie gesagt, ich mache jetzt gleich auch Feierabend. Hab nämlich das Pensum für die Woche geschafft. Warum? Was ist mit der Zuschaueranzeige? Also ich finde so, ich weiß auch nicht, ich gucke ja auch nicht mehr so viele drauf. Man versucht halt immer wenig drauf zu gucken. Aber da stand vorhin nämlich irgendwie auch. Stand da 4, dann stand man die ganze Zeit 0. Ich weiß halt auch echt nicht, wie das bemessen wird. Nach Aktivität oder. Ah, lol, das haben wir völlig vergessen. Warum haben wir das nicht geholt? Na, da stimmt nicht, was da steht. Ich sehe 2. Alles wird gecancelt. Aber hey, gerade schön auch, dass du da bist. Auch wenn du lurkst. Lurkst du bei mir auch herzlich willkommen. Ja, ich sehe dich. Also Couchy, Pixie und Arades werden mir angezeigt. In meiner Viewerliste hier im OBS. So, das war die östliche. Jetzt brauchen wir noch den Eistempel. Der befindet sich hier drüben. Und dann hier am Eisufer. Und dann ist Feierabend. Nehmen wir da unten die Speicherstation. Augen, Augen. Couchy und du haben es gerade getestet. Sorry, das habe ich überlesen. Okay. Müsst ihr mir nachher nochmal irgendwie genau erklären? Vielleicht. Guck mal, auch die können wir jetzt hier besser. Besser anvisieren. Zwar sind die trotzdem noch ziemlich flott. Wie komme ich jetzt da rüber zum Tempel am schnellsten? Hier so? Dann. Da ist ja auch noch was draus. Die stimmt. Den hatte ich fast vergessen. Ah, guck mal, das war also auch krass. Das waren auch mal wieder im Bier- und Missile-Container, die wir in Kürze geholt haben.
Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Aber in dem Tempo könnte vielleicht doch sogar schon letzte Woche, nächste Woche Feierabend sein. Kann ich gerade echt schlecht abschätzen. So, Moment, hier, ne? Der ganze Wasserfall, war das? Der war es wohl. Ah, nee, ich weiß. Gab es neue sexy Samo-Bildchen? Habe ich gerade noch nicht. Weiß ich noch nicht. Gucke ich aber gleich noch nach. Genau, dann machen wir das gleich noch am Ende. Gut, dass du fragst, Couchy. Da ist hier nämlich und so. Zu schmelzen. Würde fast behaupten, dass hier auch noch ein Artefakt versteckt ist. Aber auf jeden Fall nicht das in der Schlucht. Okay. Ja. Coolio. Stoso-Artefakt erhalten. Dieses ist Artefakt der Sonne, das 9 von insgesamt 12. Ah. 4 Stück fehlen noch. Wie viel? Da max sind 92 gefundene Items 83. Oh, ich habe so Angst, dass ich irgendeinen Scan übersehen habe, ey. Das ist echt meine größte Angst noch. Ich wüsste zwar aktuell nicht welchen. Problem ist eher, dass aus meiner Erinnerung auch mir auch nicht mehr ganz so viele Gegner einfallen, die fehlen. Wobei da ja noch viele Fragezeichen waren. In der Datenbank. Naja. Wir werden es sehen. Gut, dann gibt es jetzt noch einen Missile-Container zu holen. Missile. Und zwar hier hinten den. Haben wir das Ufer auch durch? Tempel, Ufer. Damit haben wir auch in der Fenranischen Eiswüste alle meine. Wo geht's raus? Alle meine Notizen zumindest erledigt. So. Das heißt, wir speichern hier an dieser Stelle. Jetzt ist es dann doch ein bisschen dunkel. Aber ich hasse das Ringlicht von dieser Kamera. Weil es direkt so. Damit es halt einfach weiß, wie es anmacht. Passt zu Halloween, sieht aus wie ein Geist. Genau, dann wechseln wir einmal ins Hauptmenü. L-Option, Spiel beenden. Was? Das Ringlicht? Das ist geil, ne? Alle geblendet. Und das ist Stufe 1, es geht noch heller. Aber ich raff Ringlicht einfach nicht. I don't know. Ja. Ah, gut, ich meine, es ist halt ein eingebautes Ringlicht in der Kamera. Vielleicht ist es auch nicht das Beste, aber. Extras. Concept Art Galerie. Lebensformen. Was haben wir hier neu? Ah, da hast du wieder noch sexy Samus vom letzten Mal, ne? Haben wir denn hier? Ne, Concept Art nur vom Waffenarm. Hier, wie der Waffenarm sich zusammenzieht, wenn man den Missile abführt. Abfeuert. Hier mit so irgendeinem Drehbahn-Ding. Da, dass ich da, das, achso, dass Samus das noch auswählen würde, glaube ich, am Arm. War dieses drehbare Teil gedacht.
Und hier so ein Regenbogenfarbenarm. Finde ich auch ganz schön. Und da ist aber schon das Konzept, ne, mit, ne, nach, da, aber guck mal, da haben Wave und Plasma haben gewechselt. Eis war die ganze Zeit nach vorne. Ne, Eis nach oben. So. Und hier ist man auch lila mit Wave nach gerade und Plasma breit. Ne? Spannend. Hier haben wir noch ein bisschen sexy Samus Action. Aber halt auch alles nur im Anzug. Form von Drill-Attacke. Die aber auch verworfen wurde. Hier sieht der Arm so komisch lang aus, finde ich. Der Waffenarm. Ja, ja, doch, doch. Samus Aran ist eine Frau. Ich glaube, hier ist schon ein bisschen Spoiler aufs Ende, aber. Kann man auch immer wieder sehen, wenn ich beim Spielen, wenn man ab und zu so. Ach, Spiegelung im Visier, wenn irgendwie sich die Augen verdeckt oder irgendwo. Ja, geblendet wird oder so. Dann flimmt er immer kurz auf. Und auch die Sounds, die sie ab und zu von sich gibt, sind eher weiblich. Allerdings ist das auch nicht schlimm, weil da geht es dir wie vielen. Okay, das sind die Dinger, die wir schon in der anderen Sprache freigestellt haben. Denn viele Leute wissen nicht, dass Samus Aran eine Frau ist. Und damals in den 80ern, Ende 80er, 88 oder was, beim ersten Metroid auf dem NES, waren auch viele schockiert, nicht schockiert, aber zumindest überrascht, als da war es ja noch so, dass die sich ausgezogen haben, wenn du das Spiel schnell durchgespielt hast. Naja. Hier auch irgendeine Art von Weltraumpiratsoldat. Ich glaube, es sind frühe Entwürfe der Elite-Piraten. Jäger-Metroids. Einfach andere bunte Gegner. Die scheiß Drohnen. Ja, Weltraumpirat, Beam-Pirat und Flugpirat, aber noch sehr früh und sehr hässlich. Oder ist es eine mutierte Flagra? Soll es Flagra sein? In der humanoiden Form? Interessant. Okay, soweit dazu. Dann Lebensform mit Remastered. Oh, geil, die Shoso-Geister, ey. Ah, Flagra, gerade noch von gesprochen. Hufa und Lava-Mollusken. Okay, das sind aber eigentlich wirklich die gleichen Bilder wie in der anderen Galerie, nur hier dann in High-Res. Die Eisgiganten. Großer Eisgigant. Tardus. Blutsegler. Jetzt blinden oder wie die heißen. Die scheiß, ja, blum. Die scheiß Okkulusse und Klammbocke oder wie die heißen. Was hat der da links? Der hat ein Problem. Sehen die Flug-Weltraumpiraten so von hinten aus mit dem Jetpack? Ist mir im Spiel noch nicht aufgefallen, dass es so komisch aussieht. Sieht aus wie so ein Wäschezuber. Elite-Pirat mit zwei Kanonen, den haben wir noch nicht gesehen. Na, hier die Beam-Soldaten, jetzt die Plasma-Soldaten sind jetzt, genau, die werden demnächst noch auftauchen. Dann. Ah, auch interessant. Wave und Ice haben große Schwert, Plasma und Power-Beam kleines Schwert. Was ist gerade nur die Perspektive? Machen wir einen Elite-Pirat. Gut, das wär's mit der. Sieht schlecht aus, Couchy, ey. Noch ein bisschen Weltendesign. Da haben wir nur zwei neue Bilder. Ein bisschen unter Wasser. Ambiente. Ne, Pilze. Pilze verschiedenster Art. Und hier Geysire. Oder sowas.
Oh, hier haben wir richtig was. Ah, da waren wir, glaube ich, heute auch. Das ist der Schrein des Lebens. Müsste das gewesen sein. Ja, einfach nur im Bisotan und Oberwelt. Abschlussstelle der Fregatte und Teile vom Tempel. Chose-Ruinen. Chose-Ruinen mit Tipos Samus. Das ist ein größter Vergleich. Der Sonnenhof in den Ruinen. Bisschen Ambiente, die Ofenanlage. Köln von Magmore. Oh, der Kriegerschrein. Auch sehr schön. Das ist das Mittelding da. Der eine Raum. Oh ja, der Chose-Tempel in den Eisruinen, wo wir gerade waren. Cool. Tempel von außen. Speicherstation. Und was ist daneben? Keine Ahnung, ist das ein bisschen. Das könnte die Kartenstation sein, ne? Auf jeden Fall ein paar technische Dinge. Ja. Gut. Schön, schön, schön. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein und für die Kritik und Infos und alles. Das ist auch ist in Ordnung, Coachy. Das ist in Ordnung. Ja, es war mir eine große Freude und ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde nochmal jetzt offstream nachgucken, was da mit diesem einen Artefakt ist, ob das wirklich eine Schlucht ist und wo das sein soll. Und dann überlege ich mir, ob ich das in der nächsten Woche, ob wir es nochmal holen oder ob ich das vielleicht offstream angehe, weil das wäre jetzt wieder voll das Backtracking. Ansonsten freue ich mich und bin gespannt, ob wir nächste Woche vielleicht schon das Ende sehen werden oder nicht. Ich verabschiede mich erstmal bei euch und auch gerade bei YouTube und ja, war euer Captain Crash und wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst euch nicht erschrecken. Halloween, ne? Die Nacht der Schrecken. Passt auf euch auf, macht Party oder was auch immer. Und wer morgen frei hat, den ein schönes langes Wochenende. Ciao, ciao!